Willkommen zurück und weiter geht's. Wir sind immer noch in den Einrichtungen der Ornithologen unterwegs und das ist natürlich für Isaac nicht unbedingt ein Gebiet, wo er sein möchte. Und ich hatte ja in der letzten Folge mal versucht, das hier zu lesen. Das steht einfach Convergence. Das fängt hier vorne an, Con. Und dann kommt hier Vergence. Und das steht hier auch nochmal voll ausgeschrieben. Das haben sich einfach nur ein bisschen getrennt. Das sind übrigens Masken der Ornithologen. Das sehen wir aber noch im weiteren Verlauf des Spiels. Und dann werden wir mal gucken, dass wir uns mal diese... Ja, diese Geschichten hier anhören, die hier eingepflegt wurden. In 2214, a geophysicist named Michael Altman made a discovery that would change history. Buried at the impact site of a crater near the Yucatan Peninsula, he uncovered a divine alien presence. The marker. The marker spoke to Altman and revealed the plan that would unify mankind and lead them to a bright new future. Okay, da wurde von dem Black Marker gesprochen, der gefunden wurde, und der war ja in diesem Yucatan-Krater drin, den es ja echt gibt. Da soll ja der Komet abgestürzt sein, der damals die Dinosaurier ausgelöscht hat, und da ist laut der Dead Space-Geschichte der schwarze Marker drauf gewesen, und den hat der Altman gefunden, und ja, der schwarze Marker hat wirklich zu ihm gesprochen, aber jetzt so eine tolle Zukunft hat er ihm jetzt nicht prophezeit. By the millions, people flock to hear more about the marker and the unity it promised after Michael Altman told the world of his profound discovery. But there were those who felt threatened by Altman's message. On March 15th, 2215, Altman was assassinated and thus became the first martyr for the church. Genau, Michael Altman ist an die Öffentlichkeit getreten und hat ja die Bevölkerung vor dem Marker gewarnt, denn er wusste, der Marker ist nicht unbedingt etwas, was heilig und ja, was Gutes ist, sondern er wusste, dass der Marker gefährlich ist. Das wollte er den Leuten mitteilen, und dann wurde er von Earthgarf ja, ermordet von einem gezüchteten Brood und wurde dann zum Märtyrer gemacht. Und Earthgarf hat sich dann einfach mal es zur Aufgabe gemacht, die Ornithologen-Sekte zu gründen, und hatte dann das Ganze verwaltet. Und der Greg Markov, das war ja so ein General, der hat das Ganze dann einfach mal überwacht vorher. Founding the Church. Altman's followers mourned his death, but found divine solace in his message of unity. They would not allow the truth to be silenced and form the Church of Unitology to bring his teachings to the world. Und genau da liegt der Fehler, denn Michael Altman hat nicht an die Ornithologen geglaubt und hat auch nicht an den Marker geglaubt. Er fand dieses ganze heilige Quatsche von dem Marker total überflüssig und mochte das Ganze gar nicht. Und es wird zwar gesagt, er war der Anführer und war derjenige, der die ganze Sache gegründet hat, aber das ist eine große Lüge, denn Michael Altman hat mit den Ornithologen nie was zu tun gehabt, wollte auch nie irgendwie was mit denen zu tun haben. Tja, würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was hier los ist. Billion Strong. Today the Church of Unitology can be found everywhere in the known universe. Its message is just as strong and relevant today as it was when Altman first revealed it. Billions of believers can be found across all social, economic and cultural groups, and more are joining every day. Ja, und das hatten wir ja auch schon mal. Das ist ja so, dass die Leute in einem Zeitalter, wo keine Ressourcen mehr da sind und wo sich jeder von dem anderen irgendwie distanziert und wo die ganze Welt leidet und kurz vor dem Abgrund steht, da suchen die Leute natürlich nach Einigkeit und Menschen, mit denen sie sich unterhalten können und wo sie Geborgenheit haben. Und das bietet natürlich die Kirche der Ornithologen, jedenfalls als Slogan. Und deswegen haben die so viele Leute rekrutieren können, weil sie nämlich Einigkeit versprechen in einer Zeit, wo alles auseinanderbricht. So einfach ist das. So kann man die Masse kontrollieren. Was haben wir hier? Nummer 6, dann ist hier Nummer 5, oder? Genau. Bringing Light to Titan. Station Church of Unitology has flourished into a hub of Unitology worship, practice and learning. It boasts one of the largest and most beautiful churches in the Sol system and is often the site of the annual Unitology Enigma Symposium. Okay, also auf der Titanenstation haben sie sich dann auch ausgebreitet. Was haben wir hier? Looking to the future. Continue to nurture our relationship with the marker and understand the future it is preparing for us. The marker calls to all of us. It is our duty to approach it with an open heart and open mind. Okay, wir alle wissen es besser als die Ornithologen. Der Marker ist auf keinen Fall glorreich, und die sagen, man muss mit einem offenen,
ja, offenen Geist dem Marker gegenübertreten und muss die Konvergenz erwarten, aber die Konvergenz kann so toll nicht sein, weil wenn sie vom Marker ausgeht, dann, ja, it's time, es ist Zeit. Und auch diese ganzen Dead Space Runen, die hier rumstehen, da hinten ist dann wieder Unity is Forever und so weiter und so fort, das hatten wir auch alles im ersten Teil schon übersetzt, also sie wiederholen sich wieder. Jetzt gehen wir mal hier raus. Oh, jetzt wird auf uns geschossen, glaube ich. He's timing, he's found you! Into the church, hurry! Okay. Dana, the Church of Unitology? Why here? It's one of the few places on Titan Station that Tidemen can't monitor. Separation of church and state. No, Dana, we shouldn't be in here. This is the last place we want to be right now. Isaac! My brother died trying to rescue you. This is important. This will work. I'm in a safe room at the top of the church. Meet me there, okay? Okay, wir sind jetzt in der Kirche der Unitologen und Isaac hat es gerade gesagt, es ist der letzte Platz, wo er sein möchte. Und das ist natürlich voll nachzuvollziehen. Und Dana wollte gerade uns damit kommen, dass ihr Bruder dafür gestorben ist, Isaac zu retten. Also wieder eine, die da mit ihrem Bruder kommt. Das hat uns ja damals schon mal jemand erzählt. Okay. Give unto the church and the church will give unto you. There is no death, there is only rebirth. Unity is forever. Es gibt nur die Wiedergeburt, es gibt keinen Tod. Also diese ganzen Lehren, die wir schon mal gehört haben. Jetzt gehen wir hier erstmal nach links. Und hier haben wir noch ein bisschen Plasma-Energie und mal kurz die Tür hier auf. Hier müsste nämlich irgendwo ein Textlog liegen, genau. Das lesen wir uns mal ganz kurz durch. Okay, hier wird den Leuten, die die Touren leiten, gesagt, dass sie die Zuschauer oder die Besucher möglichst aus dem Indoktrinationsraum raushalten sollen, denn da haben die nichts zu suchen und sie sollen ein Licht in der Dunkelheit für die Besucher sein. Indoktrination, das kennen wir ja aus Mass Effect. Diesen Vorgang, dass die Leute dann dem Willen des anderen unterworfen werden. Okay, was haben wir hier? Ein Giftshop. Also hier gibt es Geschenke. Normalerweise müssten diese Anzeigen auch um was sagen. Welcome to the Church of Unitology Gift Shop. Find that special souvenir for that special someone to let them know you stood in the shrine of Altman today. Marker pendants made from the fragments of Titan itself are now available. Altman be praised. Oh, wunderschön. Wir können uns einen Marker kaufen. Ist das nicht toll? Und den können wir dann weiter verschenken an unsere Freunde. Oh, obwohl. Nicole ist doch egal. Wir haben jetzt hier wieder eine Werkbank. Wir haben einen Powerknoten. Das ist aber ganz schön wenig. Unitology, Icons and Souvenirs. Hier haben wir wieder diese Masken, die da an die Wand gepinselt wurden. Und wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir unser Inventar ein wenig aufstocken. Wir müssen erstmal die Semikonduktoren verkaufen. Wir werden Javelin Spear Schematic abgeben, ein paar kleine Medipacks verkaufen. Und wir werden gucken, dass wir Plasma-Energie aufwerten. Genau, dann verkaufen wir das. Wir verkaufen das. Ich glaube, das reicht. Dann werden wir uns mal Munition kaufen, bis wir bei 55 sind. Und wir kaufen uns einfach mal 3 davon und wechseln mal auf den... Nicht Zelot-Suit, wollen wir den nehmen? Ne, wir nehmen uns den... Wo ist denn der Riot-Suit hin? Haben wir den jetzt in den Safe gepackt? Ja, den werden wir jetzt einfach mal anlegen. Und werden den Engineer Suit mal jetzt weglassen. Das hat zwar noch so ein bisschen Dead Space 1 Feeling aufgeworfen, aber jetzt werden wir das mal hinter uns lassen und werden mal jetzt einen neuen Anzug, der direkt für Dead Space 2 entwickelt wurde, anlegen. Mal einen auf Mr. Police Officer machen. Setzt sich dann auch wieder der Helm zusammen und dann könnten wir normalerweise den Store jetzt verlassen, weil wir haben ja jetzt soweit alles aufgerüstet. Wir haben wieder ganz viel Plasma-Energie und 4 Powerknoten. Davon können wir jetzt einfach mal 3 benutzen. So. Dann gucken wir mal, dass wir könnten den Rig verbessern, aber wir könnten natürlich auch gucken, dass wir jetzt irgendwie mal
hier reingehen und dann Kapazität und Damage ein bisschen aufwerten. Und wenn das dann irgendwann durch ist, werden wir uns mal um den Rig kümmern. Jetzt haben wir nämlich schon 16 Schuss im Lauf. Und irgendwann gibt es auch so ein Spezial-Upgrade für den Plasma-Cutter, wenn man dann bis zum Schluss alles aufgewertet hat. Was haben wir hier? Beyond these doors lies the reading room, a place where believers are encouraged to relax and meditate on the teachings of the church. The shelves are lined with select inspirational materials, as well as a variety of meditation aids. Please respect the sanctity of this space and those using it by remaining quiet and reverent while inside. Okay, wir sollen jetzt also ganz ruhig sein, wenn wir hier reingehen. Das ist nämlich so ein Raum, wo man sich die Lehren der Ornithologen anhören kann und auch durchlesen kann. Also erstmal ganz ruhig bleiben. Hier haben wir noch einen Textlog. Das werden wir uns mal ganz in Ruhe durchlesen. Two Tines Entwined. Okay, hier steht drin, dass der Marker, es ist ja so, dass zwei Sachen eins ergeben sollen und dieser, ja, die Form von dem Marker, die wurde auch in dieser Begrüßung der Ornithologen übernommen. Das sieht man ja unten, dass die Arme dann da so verschränkt werden und so ein bisschen den Marker imitieren. Und das geht aus diesem Textlog hervor, dass man die Form genommen hat, um das symbolisch nochmal zu übertragen. So, jetzt hier das einsammeln. Noch ein Powerknoten, das ist gut. Dann hier raus. Mann, hast du nicht gehört, dass man ruhig sein soll? Man soll hier keinen Lärm machen. Mann. Gibt's denn sowas? Isaac, now you see the symbols too. What do you mean? Strauss. Yes, I see the symbols. We are a threat to them. I know it. We have to work together. Work together? Who's them? What, you mean Titan? Strauss. Work with me, Strauss. Okay, der Strauss hat uns wieder kontaktiert und Isaac hat ihn darauf hingewiesen, dass wir zusammenarbeiten müssen. Gut, wir haben jetzt nochmal einen Powerknoten, den werden wir jetzt einfach mal in... Ja, in Geschwindigkeit werden wir den einfach mal investieren. Ich kann ja mal nicht schauen. Und danach kümmern wir uns dann weiter um die Kapazität und um diesen Spezialslot, der die Schüsse ein bisschen verstärkt. Und wenn wir damit fertig sind, dann werden wir uns mal um unser Rig kümmern. Dass wir das ein bisschen ausbauen. Oh, was haben wir denn da hinten? Slasher, das fängt ja schon mal gut an hier. Welcome to the Titan Station Church of Unitology. We're glad you've come to visit our sanctuary and place of light and hope. Our tour guides are looking forward to showing you the best of our beliefs and what a meaningful and enlightening impact we can have in your daily life. There is, of course, no obligation of any kind with this tour. Kindly remember to stay with your tour guide at all times. Someone will be with you shortly. Okay, jetzt startet wohl die Tour durch die Kirche. Und da wird natürlich davon berichtet, dass wir uns ein bisschen dann in die Lehre der Ornithologen einführen lassen können. Und wir sollen hier warten, bis der Tourguide kommt und uns dann rumführt. Plasmaenergie, Plasmaenergie. War hier noch irgendwas? Machen wir mal kurz hier die Tür auf und schauen mal, was hier so drin liegt. Ein Audiolog. Endlich mal nicht lesen. The Cathedral reported two pressure equalization cycles during services last Sunday. The first was minor and only blew some candle flames around, giving Pastor O'Brien a much needed, if unexpected, boost in his sermon. The second cycle was more harsh, resulting in a pressure snap that popped people's ears and sent several to medical. That was not needed. Okay, da wurde wohl von einem Druckproblem in der Kirche berichtet und am Anfang war es ja noch ganz gut, weil da wurde so eine Rede gehalten und die erste Druckschwankung hat dafür gesorgt, dass ein paar Lichter von den Kerzen rumgeflackert haben und das hat die Stimmung so ein bisschen verstärkt, aber das zweite Problem hat dann dafür gesorgt, dass vielen dann das Trommelfell wohl geplatzt ist und manche dann ins Krankenhaus mussten. Welcome to the Unity Hall. This magnificent library holds copies of the church's most sacred texts and is a regular meeting place for the Unitology scholars as they debate the glorious mysteries of the Black Marker. Note the intricate details of the stained glass roof, forged from the hand-filtered sand of Titan itself. Aha. Das Glas wurde also vom handgefilterten Sand hergestellt, oder was?
Was habe ich das jetzt nicht richtig verstanden? Ja, anscheinend. Oh. Ein Infektor ist am Werk. Aber da waren wir jetzt zu spät dran. Der hat sein Werk vollbracht und hat einen Slasher erzeugt. Okay, den haben wir jetzt aber aufgehalten. Und hier sehen wir schon, das waren Angehörige der Unitologensektor. Und da sieht man auch, die haben die Hände so vor ihrem Brustkorb verschränkt, wie dieses Markersymbol das gezeigt hat. Da sieht man es ja. Und die hatten auch so eine Maske auf und da ist wohl ja, das Fleisch durchgebrochen, als sie sich verwandelt haben. Okay, hier Credits von Plasma-Energie und dann mal weiter... weiterschauen. Wird schon wieder jemand umgeformt. Ich werde mal ganz kurz gucken, dass ich mal die Treppe gehe. Und hier warten, bis der Infektor rumkommt. Ich bin nur nicht ganz sicher. Der hat doch jetzt einen, genau, einen Slasher hergestellt. Okay. Wir warten einfach mal, bis er hochkommt. Aber die Schüsse davor haben ihm wohl auch Schaden gemacht, wie man sieht. Hat der nicht noch jemand umgewandelt? Ja, da ist noch jemand. Hat nur ein Schuss gereicht. Kann mir nur recht sein. Hat man ein bisschen weniger Probleme hier. Okay. Ist auch ganz viel Text, der da steht. Jetzt kurz gucken, von wo die jetzt kommen. Ah, der versucht sich von links anzuschleichen. Ja. Hab ich den jetzt gekriegt oder? Nein, habe ich nicht. Habe ich ihn nur sauer gemacht. Okay. Ja, da kommt noch einer. Von links oder von rechts? Schon wieder von links. Ja, war ja klar. Okay. Sollte eigentlich langsam Schicht im Schacht hier sein. Sammeln wir noch die Munition auf, die hier rumliegt. Hier liegen noch Credits. Ja, ganz viele Runen auf dem Boden. Was haben wir hier? One, take us all. Okay, dieses One ist wieder mal in Bezug auf Make us whole und auf die Konvergenz. Bloß, was hat es mit der Konvergenz nur auf sich? Mir war so, als würde man, wenn man hier durchläuft, genau, da kommt irgendwann ein Puker. Aber der lässt sich da nicht wirklich von beeindrucken. Können wir uns eigentlich mal um den kümmern, wenn wir runterfahren? Ist der hier draußen irgendwo? Lass mal rausgehen und gucken. Okay. Irgendwas Besonderes? 700 Credits. Ich bin für den noch nie zurückgelaufen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich den Puker ausgeschaltet habe. Okay, was haben wir hier noch stehen? It's time, also wieder das Übliche. Bevor wir uns aber weiter jetzt in der Kirche der Ornithologen umsehen, werde ich erstmal hier wieder Feierabend machen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Dead Space 2 und mal gucken, was wir noch so über die Hintergründe der Kirche rausfinden, die sowieso nicht stimmen, weil wir es ja besser wissen mit Altman und so weiter. Also, bis zum nächsten Mal dann.